Ja, moin, moin. Servus und Waldmanns Heil, meine lieben Leute. Hier ist wieder euer Carlos. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Dusk Remastered. Erstmal herzlich willkommen zum nächsten Part. Ich grüße euch natürlich wieder alle. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Geht es soweit? Naja, auch ganz okay. Ja, der nächste Part von Pokémon Dusk machen wir heute. Und es kommt heute auch noch wieder ein Mugen-Video. Also ein Kampfvideo. Und da würde ich mal sagen, wir fangen an. Beim letzten Mal haben wir einen sehr schweren Verlust gehabt. Unser Herald wurde nämlich, wo wir im Untergrund waren, wurde er gebissen von einem Infizierten. Und ja, wir mussten ihn leider umbringen, damit wir und alle anderen Überlebenden hier in unserem Versteck gesichert sind. Sehr schwerer Verlust, weil er war der Technikbegabte und konnte sehr viele Sachen machen. Und ja, das war sozusagen gestern der Cliffhanger. Jetzt machen wir weiter. Also ich bin mir sicher, dass wir heute den Dings zu sehen bekommen, den Jumpscare. Und ich mag überhaupt keine Jumpscare. Ich glaube aber, Pokémon Dusk ist tatsächlich der einzige Pokémon-Zombie-Teil, so groß an sich, wo es so einen Jumpscare gibt. Also beziehungsweise Nightfall auch, aber nicht so heftig wie der hier. Also man kann schon sagen, das hier ist der schlimmste Jumpscare. Ja, den werden wir bestimmt heute sehen. Und ich würde mal sagen, wir machen weiter. Wir gucken erstmal, wie es Brando geht. ...8 KP. Ja, ich würde mal sagen, wir lassen ihn mal eben heilen bei Schwester Joy. Ja, wir können ja noch 5-mal. Also wir haben es ja bisher noch überhaupt nicht verwendet. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Okay. Dann wollen wir eben direkt wieder sichern. So, wir reden jetzt mal nochmal eben mit Allemann. Okay, also die haben anscheinend alles nichts Neues. Klaus auch nicht wahrscheinlich. Nö, okay. Das haben wir ja schon alles gelesen. Gut, dann müssen wir wohl mit Delphien reden. Ja, okay Leute, wir machen weiter. Ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern. Aber wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Heute auch wieder 20 bis 25 Minuten. Heute peile ich aber wirklich ja so die 20 Minuten an. Aber mal schauen. Glaub mir, Ethan. Besser, dass wir Harold getötet haben, als dass er uns alle getötet hätte. Wir räumen seine Leiche nachher weg, okay? Und das tote Hundus da gleich mit. Wie auch immer. Harold war ein wichtiges Mitglied. Sein handwerkliches Geschick war für uns sehr wichtig. Und jetzt stehen wir vor dem Nichts. Was nun, Ethan, hä? Was nun? Ich kann dir sofort sagen, ich weiß nicht mehr. Ach komm schon, Dave. Es könnte schlimmer sein. Aber es könnte auch besser sein. Die Infizierten draußen werden immer mehr und mehr. So scheint es. Unsere Vorräte reichen zwar noch. Aber für wie lange? Durch den Zuwachs hat sich unser Verbrauch erhöht. Und das, obwohl Harold nicht mehr da ist. Was ist, wenn wir noch mehrere Wochen oder Monate hier verweilen müssen? Ich meine, was, wenn es irgendwann zu viele Infizierte da draußen gibt, hä? Und wir uns keinen Schritt mehr raustrauen können? Es gibt keine Fluchtmöglichkeit, gar keine. Weder durch den Steineichenwald noch durch die Route 35. Oha. Nee, das sieht mir schon verdammt gefährlich aus. Die Route 35 ist überflutet von Infizierten. Sich dorthin zu wagen wäre reiner Selbstmord. Das gleiche Spiel im Steineichenwald. Nee, also da gehen wir besser nicht durch. Ich glaube nicht, dass wir das stemmen könnten. Wobei könnten wir doch, wenn wir so nacheinander gehen würden. Aber da wollen wir lieber nicht hin. Also, was sollen wir tun? Verhungern? Oder doch lieber bei lebendigem Leibe gefressen werden, hä? Ich stelle mir beides verdammt schlimm vor. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.
Ich auch. Aber du, sag mal, eines haben wir noch nicht versucht. Was ist, wenn wir versuchen, entlang der Bahngleise aus der Stadt zu entkommen? Oh Mann. Wenn man die Bahngleise entlang geht, dann kommt einem irgendwann ein langer, dunkler Wald entgegen. Und dazu noch ein dichter Nebel. Das willst du versuchen? Ach, es wäre wohl die letzte Hoffnung, um aus der Stadt zu flüchten, denke ich. Ich hatte nie wirklich an diese Option gedacht, da sie doch sehr riskant ist. Das wäre sehr mutig von dir, Ethan. Jetzt haben wir schon so viel riskiert, um von hier wegzukommen. Wir dürfen diese letzte Chance nicht verpassen. Hast ja recht. Na schön. Dann schau mal nach, ob man über die Bahngleise aus der Stadt verschwinden kann. Denk dran, es erwartet dich ein düsterer Wald. Wer weiß, was da alles auf einen lauert. Und wenn es tatsächlich eine sichere Route nach draußen gibt, dann kommst du zurück und holst uns ab, ja? Ja, na sicher. Und ich bleibe hier und überlege mir einen Plan, falls das hier auch nicht klappen sollte. Pass auf dich auf. Okay, Leute, ja, damit wir es alles nicht nochmal machen müssen, wir sind jetzt gleich schon wieder bei 7 Minuten. Wir werden jetzt, ja, mal gucken, ob diese andere Option besser ist. Aber erstmal im Beutel gucken, was haben wir denn noch? Nur noch eine Beere, das ist nicht gut. Ah, die Leichen sind weggeräumt. Uah. Okay, uns fehlt ja auch noch immer noch ein Musikstück. Ich hoffe, das finden wir auch noch, weil ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir nachher das gute Ending erreichen. Das Good Ending, was wir unbedingt brauchen. Entlang der Bahngleise, das heißt Bahnhof und dann schauen wir mal. Okay, hier kann man nicht lang. Okay, wahrscheinlich müssen wir wieder hier hin. Denke ich zumindest mal. Ja, hier waren wir ja beim letzten Mal, als wir den Fight hatten mit Bianca und das alles. Ich bin mal gespannt, aber er sagte ja entlang der Bahngleise, weil ich weiß auch nicht mal hundertprozentig, wo es lang geht. Aber da sehe ich noch was. Da war gerade eine Treppe mit einem Grabenstein. Kann sein, dass es hier doch noch irgendwo einen geheimen Gang gibt, den ich übersehen habe. Aber ja, wir gucken uns noch mal alles in Ruhe an. Also diese Computers kann ich nicht verwenden. Dann gucken wir mal. Ich hoffe wirklich, es geht euch allen gut. Soweit. Also ich hoffe es zumindest sehr. Das hier tut mich ja immer noch verwirren. Jack Blue was hier. Ich würde gerne wissen, auf wem das angespielt ist. Also kann auch sein, dass ich das mal wusste, aber jetzt weiß ich das nicht mehr. Ja, es wird schon traurig sein, wenn. So, hier haben wir ja den Fight gegen Bianca gehabt. So, hier ist ja nur der Stromdings. Kann wirklich sein, dass ich doch woanders hingehen musste. Aber weil er ja sagte, entlang der Bahngleise, da kann man mal sehen. Ursprünglich habe ich gewusst, wo man alles hin muss. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Aber ich wollte hier sowieso noch gucken, wegen diesen Grabstein, der da war. Weil irgendwie können wir da ja auch noch hin. Ich muss mal eben schauen, ob hier noch irgendwo ein geheimer Gang ist, den ich vielleicht übersehen habe. So, gleich schon bei 10 Minuten wieder, meine lieben Leute. Es geht echt fix heute wieder. Aber es ist jetzt schon gut, dass ich jetzt heute wieder früher zum Aufnehmen komme. Nicht so wie gestern, erst 23:40 Uhr. Genau, da habe ich aufgenommen und dann später noch das Mugen-Video. Mit Superman und Son Goku. Das war übrigens auch ein krasser Kampf, ne?
Hätte ich nicht gedacht, dass Son Goku so abgeht. Naja, wir reden jetzt hier über Pokémon Zombie. So, wo ist denn jetzt hier irgendwie ein geheimer Gang oder wie auch immer? Weil da oben die Treppe, da muss ich hin. Oder kommt man da irgendwie anders hin? Ich weiß nicht, irgendwie. Also hier muss noch irgendwo ein geheimer Gang sein, den ich nicht mehr weiß. Dass man da hinkommt. Irgendwie eine andere Treppe oder einen anderen. Ich weiß es nicht. Irgendwo. Das ist jetzt wirklich gerade fraglich. Ach, hier. Nee, Moment, da sind wir ja auch gekommen. Nee, stimmt. Also den Zug kommt man ja leider nicht rein. Ist ja alles abgeschlossen. Ja. Kann das sein, dass wir doch woanders hin mussten? Aber wo? Das ist der Radioturm. Ach, ich glaube, hier war das. Gucken wir mal. Genau, hier war das. Ah, genau. Ja, hier sind wieder einige Infizierte. Einige und wieder giftige vor allen Dingen. Super. Nein, nein, nein. Komm her. Komm her, you old Grandpa, you old Grandpa. Komm her. Komm her, Blutzuck. Put, put. Ach, verdammt. Komm her, Blutzuck. Put, 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 put. So, wir spielen jetzt mal ein bisschen Katz und Maus mit Blutzuck. Wir tun jetzt mal ein bisschen Katz und Maus mit den Spielen. Komm her. Ach, komm. Komm, geh dahin, geh dahin. Ich warte ab, bis meine Leiste voll ist. Meine Spezialleiste und so, das hat ordentlich gezogen. Jawohl. Stimmt, es kann wohl sein, dass wir hier noch den letzten Dings bekommen, das letzte Musikstück. Alter, es wird ja. Oh, Pinsir. Aua. Schön, wenn man Fernkampfattacken beherrscht. Das ist immer das Schöne. Was haben wir denn hier? Was ist das hier für ein Haus? Oh. Oh, Scheiße. Habe ich mich gerade erschrocken. Da hängt ein Infizierter. Wie es aussieht, kann er uns aber nicht schaden. Ich frage mich, was hier passiert ist. Eine alte Nintendo-Konsole. Damit kann ich mich jetzt nicht beschäftigen. Kühlschrank ist komplett leer. Tagebuch eines Bahnmitarbeiters. Sollen wir das mal lesen? Mein Tag begann ganz normal. Wie jeden Morgen habe ich die Bahnstrecke überprüft und Steine und Äste von den Gleisen entfernt. Dass manchmal ein überfahrenes Hornlio oder Paras auf den Gleisen liegt, ist nicht ungewöhnlich. Was aber ungewöhnlich war dieses zerfetzte Felino, das ich neben den Gleisen gefunden habe. Es sah nicht aus, als wäre es vom Zug überfahren worden, sondern eher, als wäre es von irgendwas auf brutalste Weise zerrissen worden. Soweit ich weiß, haben Felinos keine natürlichen Feinde, zumindest nicht hier in der Umgebung. Es war kaum noch etwas von diesen toten Pokémon übrig, also habe ich die Reste im Wald vergraben. Sieht aus, als wurde der nächste Eintrag am gleichen Abend verfasst. Eben habe ich draußen einen Kampf zwischen einem Quapsel und einem Taubsi beobachtet. Die Pokémon sahen sehr aggressiv aus. Irgendwas stimmt da doch nicht. Quapsel und Taubsi sind friedliche Pokémon. Normalerweise kommt es nie zu einem Kampf in der freien Natur zwischen diesen beiden Pokémon. Ob es etwas damit zu tun hat, dass die Urbanisierung weiter voranschreitet? Kämpfen sie um die immer enger werdenden Territorien? Das wäre zumindest meine Theorie. Die beiden Pokémon sehe ich jetzt nicht mehr. Sie sind aus dem Blickwinkel. Ich schaue mir morgen mal an, was draußen passiert ist. Weiterlesen? Ja.
Ich habe mich nach dieser Nacht nochmal umgeschaut. Das Quapsel, das gegen das Taubsi gekämpft hat, wurde völlig zerfetzt. Es hat beide Augen verloren, hat keinen Schwanz mehr und die untere Hälfte von dem Pokémon hat gefehlt. Das Gruseligste war aber, dass es immer noch gelebt hat. Das jagte ihm einen kalten Schauer über den Rücken. Ich hatte noch nie so was Schreckliches gesehen. Das Pokémon tat mir leid. Ich habe es von seinen Leiden erlöst und es schließlich mit der Schaufel erschlagen. Ich habe den Kadaver auch wieder vergraben. Das aggressive Taubsi habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Zeit für eine Pause nach diesem heftigen Ereignis. Der nächste Eintrag wurde wohl nach seiner Mittagspause verfasst. Irgendwie habe ich seit diesen Ereignissen ein beklemmendes Gefühl. Ich kann auch mit Sicherheit behaupten, dass ich mir das nicht einbilde. Im Wald ist es sehr ruhig geworden. Normalerweise fliegen Smetbos fröhlich durch die Gegend und Bisasams, die hier in der Nähe aufwachsen, lassen sich auch aufblicken. Aber im Moment ist einfach alles nur still. Ein schlechter Umschwung der Natur? Haben die Pokémon etwas bemerkt? Ich weiß es nicht. Mich würde interessieren, ob die Menschen von Lucazia City etwas mitbekommen haben. Aber ich kann meinen derzeitigen Posten gerade nicht verlassen. Wann bekomme ich endlich die versprochene Telefonleitung installiert? Das zieht sich schon seit Ewigkeiten. Aber wenn man eben mal ein Haus mitten im Wald hat, kann ich verstehen, dass es nicht so einfach ist. Ich habe auch mal den Radiosender von Lucazia eingeschaltet. Komischerweise hört man durch das Radio nur ein müdes Stöhnen von Menschen? Ich weiß nicht. Das ist sehr seltsam. Vielleicht nur eine vorübergehende Störung. Ich werde weiterhin beobachten, wie sich die Lage entwickelt. Ich frage mich, wann das letzte Mal der Magnetzug vorbeigefahren ist. Alter, wie lange geht das Tagebuch denn noch? Wir sind gleich schon wieder bei 20 Minuten. 19. März 2000. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Diesmal lag kein totes Pokémon auf den Gleisen, sondern ein toter Mensch. Wie auch die Pokémon der letzten Tage, wurde hier dieser arme Kerl völlig zerrissen. Ich muss was tun. Ich werde nach Lucazia City laufen und die Polizei informieren. Der nächste Eintrag wurde wohl etwas später verfasst. Ich konnte nicht nach Lucazia City laufen. Da waren auf einmal diese aggressiven Pokémon mit ihren rot leuchtenden Augen, die Jagd nach mir machten. Ich rannt. So, ich muss mir eben einen Schluck trinken, kurz. Schon wieder trocken, mein Hals. Ich rannte weg. Sie konnten mich zum Glück nicht erwischen. Es war wie bei den Taubsi und den Quapsel. Ich wusste gleich, dass ich die Beine in die Hand nehmen musste. Ich glaube, ich bleibe fürs Erste hier drin. Durch diese Tumulte der letzten Tage habe ich vergessen, Lebensmittel einzukaufen. ...20. März. Draußen ist es heftiger geworden. Mittlerweile würde ich mich nicht mehr aus dem Haus trauen. Dafür laufen viel zu viele aggressive Pokémon draußen rum. Unter ihnen sind mittlerweile auch Menschen dabei, die sich gegenseitig angreifen und auffressen. Verdammt, was ist hier nur los? Was ist der Grund für das Verhalten? Ist es die Luft oder ist etwas ins Wasser gelangt? Werde ich etwa auch so? Das erste Mal seit langem, empfinde ich wieder sowas wie Angst. Der nächste Eintrag wurde wohl zu einem späteren Zeitpunkt verfasst. Sie stehen ständig vor meiner Tür, kratzen und geben schreckliche Laute von sich. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen. Ich halte das nicht mehr aus. Heute Morgen war es recht ruhig. Sobald ich die Lichter ausmache und mich still verhalte, habe ich vor diesen Biestern Ruhe. Ich habe die ganze Nacht trotzdem nicht schlafen können, weil ich doch sehr um mein Leben bange. Der Schlafentzug und der Durst machen mich noch verrückt. Meine letzte Wasserflasche habe ich heute Nacht leer getrunken. Ich hoffe, dass sich das Chaos wieder schnell legt.
Heute sind viele Menschen aus Sukazia City Richtung Wald geflüchtet. Eine schlechte Idee. Alle sind dabei umgekommen. Einige haben noch an meiner Tür geklopft. Ich wollte ihnen auch wirklich die Tür öffnen, aber diese Biester kamen mir zuvor und zerrissen sie. Ich bin hier gefangen. Es war ein verdammter Fehler, hier dieser Stelle als Bahnmitarbeiter anzunehmen. Ach, wäre ich bloß in Safronia City geblieben. Der Durst ist mittlerweile unerträglich. Aber ich muss hier drin bleiben, still und alleine. Ich halte es nicht mehr aus. Durst. Mein Hals ist trocken und schmerzt. Verdursten oder gefressen werden? Ich möchte beides nicht. Ich werde bald verdursten oder von diesen Biestern gefressen werden. Aber ich entscheide mich für einen anderen Weg. Gott möge meiner Seele gnädig sein. Er hat einen Tag, bevor wir in Dukatza City angekommen sind, Selbstmord begangen. Er ist also noch nicht lange tot. Er wurde trotzdem zu einem Infizierten. Da ist noch ein weiterer kleiner Eintrag. Falls jemand diesen Eintrag hier liest, ich habe vor einiger Zeit etwas bei dem Aprikoko-Bau neben dem Haus versteckt, das Pokémon-Trainern helfen kann. Ich wünsche dir und deinem Pokémon viel Glück. Ja, okay, Leute. Wir sind schon wieder über 20 Minuten. Wir sind gleich bei 22 Minuten. Gut, heute ist nicht so viel Interessantes passiert, aber wir machen hier einen Cut. Und dann machen wir morgen weiter, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn euch der Part gefallen hat, Feedback, liked, abonniert, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, da bin ich mal gespannt, was dann morgen passiert. Freut euch drauf. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend. Es kommt auch heute, wie gesagt, noch ein Kampfvideo, Mugen, und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann verabschiede ich mich für euch, euer Carlos, und ja, ich wünsche euch was, bleibt gesund und haut rein. Bis dann, tschüss, tschüss.